So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, was ihr gerade gesehen habt. Ich wollte einfach mal Pauls Bild, also wirklich Pauls Gesicht, auf die Motorhaube zeichnen. Da habe ich gesehen, dass der Typ mit 10 Mal Verschnellerung 10 Minuten gebraucht hat. Ich würde dafür insgesamt also 7 Stunden brauchen. Ja. Ja, das Auto ist es von, ja, Paul Walker. Es tut mir so leid, dass er gestorben ist. Er war wirklich der, ich muss sagen, er war wirklich einer der besten Schauspieler auf der ganzen Welt. Er war einfach so gut in sein Dasein und so. Also er war richtig cool. Also das war mein Lieblingsdarsteller und jetzt ist er einfach gestorben. Ihr seht jetzt, wie heute auf morgen gleich einfach einer sterben kann. Ein Tod kann immer einen treffen. Also es ist eigentlich schon wirklich einfach so traurig, wie man so schnell sterben kann. Es ist doch eigentlich, naja, es ist ja eigentlich, wenn die Wissenschaftler eigentlich mal was machen würden und ja, eigentlich mal was dagegen finden, wie zum Beispiel, dass man jetzt hat, soll ich sagen, halt auch mal bitte auch, einfach mal, jetzt, wie soll ich sagen, dass man jetzt einfach mal auch, kontrollieren kann zu sterben, aber ich weiß, das wird schwer für die Erfinder, aber ja, wie ihr gesehen habt, eigentlich, ich habe mir lange über diese Zeit darüber gedacht und mich gefragt, klar, was kann da eigentlich so schlimm an diesem Tod sein? So, hab dann so geguckt, ja, okay, klar. Und dann, ja, Tatsache, also, wenn man noch sich doch sich beziehen würde auf diese Zeit, wann man stirbt, also wie zum Beispiel jetzt sagt, ich sterbe morgen, wenn ich das wüsste, eigentlich, also, okay, ich glaube gerade scheiße, aber, wenn man doch eigentlich sterben würde, oder halt sterben würde, ne? Dann müsstet ihr eigentlich ja einer aus der Zukunft, wenn es in der Zukunft Zeitmaschinen gäbe, würde diese Zeit sozusagen einer kommen, dich vorwarnen, dass du gestirbst jetzt oder dass du irgendwas falsch machst gleich. Aber wenn man sich denkt, weil manche denken das so, dass man in den Himmel kommt. Leute, überlegt doch mal. Erstens. Es ist einfach sehr unwahrscheinlich. Ich meine jetzt nicht wegen Gott oder so. Ich meine, es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass man eigentlich überhaupt noch, ich sagen, dass man überhaupt noch lebt, wenn man ja schon, ja. Wenn man ja dann stirbt, dann kann man ja nicht mal einen vorwarnen, weil man ja schon gestorben ist. Einfach ohne Vorwarnung sterben. Ich finde das einfach so richtig uncool. Kann der einfach. Ja, okay. Ich finde es einfach so richtig uncool. Juckt aber keinen. Es ist einfach behindert. Ihr seht, ich bin hier gerade, außerdem für alle, die sich gerade fragen. Ja, ich bin hier gerade am Machen. Also ich tue hier gerade Outboard, ich das Auto und da machen auf jeden Fall. Das mit dem und mit das hier hat alles angefangen. Mit diesem Auto. Dass ihr es schon bemerkt habt, ja. Paul Walker, wenn ihr bemerkt habt, kennt ihn jeder. Also, der ist wirklich richtig bekannt. Er ist richtig bekannt geworden. So, ich bin dann zum Schlussende gekommen, dass man einfach, ja, wird nicht kontrollieren können. Man kann sagen, was man will, man kann den Tod nicht kontrollieren oder austricksen. Es geht einfach nicht. Tod kommt, weil du irgendwas gemacht hast, was weiß ich, was du gemacht hast. Es interessiert mich auch gerade nicht, aber Leute, der Tod kommt, wann er will.
Nicht, wann ihr es wollt, wann er es will. Als kleines Kind muss man das erstmal kapieren, aber ja. Ich kenne diese Kinder, also manche Kinder schauen einfach dazu, wie ihre Eltern einfach sterben. Das tut mir für die auch richtig leid. Aber dass es einfach so behindert ist, das wusste ich einfach nicht. Guck mal, ihr stellt euch mal in so eine Situation eines Kindes und ja. Es sollte einfach eine Situation eines Kindes und ja. Was soll ich jetzt halt? Und jetzt zum Beispiel. Was weiß ich. Stimmt einfach so eure Mutter. Alle in der Schule lachen dich aus, entweder trösten, deine besten Freunde werden dich trösten. Damit kannst du jetzt auch testen, welche deine besten Freunde sind und welche nicht. Ja, es ist eigentlich schon fast hervorgerufen, dass man irgendwann sterben wird, aber ihr wisst schon, was ich damit sagen will, aber es ist einfach so. Man kann es einfach nicht wissen. Also ich weiß gar nicht, ob es das schon stimmt, aber glaub's. Es ist einfach so, dass wenn man stirbt, dann stirbt man einfach. Habt schon gelesen, also Paul Walker war wirklich einer meiner wirklich Lieblingsautoren. Aber ich habe leider gelesen, Fast and Furious ist 8 rauskommen. Also die planen das wirklich schon. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, aber so habe ich es jetzt gehört. Das Einzige, was ihr jetzt anschauen könnt, ist das Let's Play. Ich mache nochmal, ja, coole Musik dahinter. Also diese Paul Walker Musik, kennt jeder. Das kennt wirklich schon jeder. Außerdem dieses Video, das ich meine mit dem Gesicht, das könnt ihr euch nochmal unten anschauen. Und ja, ich sag's nochmal, tschö. Und ihr werdet mich noch im Hintergrund vielleicht noch hören, aber ha, tschüss. Also ich mache jetzt noch die Musik an und dann, ich bin ganz auf YouTube, also ich wundere, warum die Musik nicht gleich eingeht. Nüsse habe ich jetzt eingegeben, weil ich cool bin. Also jetzt hat viel Spaß und ciao. Wir haben ein geiles Auto, ne? Das habe ich gerade in der Zeit gekauft. Das habe ich gerade neu gekauft. It's been a long day. Abstunde, Alter. 100. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. From where we began, oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Ich sehe, dass ich hinter so drehe, irgendwie gar nicht an. So, jetzt hört er nicht. Wenn der Qualität scheiße ist, wenn die Qualität scheiße ist, dann sorry, aber ja, es geht einfach gerade nicht anders bei mir. Ich auf der PlayStation 4 gerade die Videos bearbeite. Ich bearbeite die sowieso nicht, aber egal. Und ich muss einfach Musik schon gleich live mitpacken. Sorry dafür, dass die Musik manchmal schlecht ist. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost. And with brotherhood.
hook come first and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is where we reach. So remember me when I'm gone. Talk about family, when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. You, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Was mir außerdem auch noch aufgefallen ist, die Ladezeiten bei den Versuchen sind viel kürzer geworden. Werbung. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Wir laufen rum mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben, einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen, dass wir das Ding nicht schaffen werden. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nicht mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, oben, wie ein Astronaut. Niemand kann sich gesehen, was bekannt ist. Flugzeiten. Im Blick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag.
Ich heb ab. So, das war's. Das war's heute von mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ciao. Außerdem, na, ich hab 7 Abonnenten. Dafür bedanke ich mich. Ab 20 Abonnenten gibt es ein 20 Abo-Special-Spezial. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann ciao.